So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Ja, warum habe ich meine Axt gezogen? Nee, so nicht, mein Lieber. Ja, herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Das letzte Mal haben wir die letzten verbleibenden Banditen hier in Kaer Morhen getötet und haben jetzt alles soweit zusammen, um den Trank zu brauen, der Triss wieder auf die Beine helfen soll, die jetzt gar nicht mehr hier ist. Okay, alle tot, aber ist mir egal. So, Feuerstelle. Gucken, ob wir das jetzt einfach machen können. Mein Trank hält sich, dann klickt ihr mit der linken Maustaste auf die Fiole. Ich bin keine Fiole. Was? Was? Moment. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Was? Warum kann ich den... Hä? Was soll ich? Dann läuft Kollege rum. Da war kein Symbol, du Spiel. Du Spiel. Beleidiger Spiel, richtig, indem ich es so betitle, was es auch ist. Das nicht. Suche nach Ungeheuern, suche nach Magie. Aha. Jetzt muss ich mindestens eine Stunde ruhen, ah, okay. Held. Ich habe keine Punkte. Alchemie. Trankzubereitung, ah. Wählt die Formel, die als Triss Heiltrank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Fiole zu geben. Links sieht dann auf dem Mission, unten rechts auf dem Bildschirm. Links sieht das Stundenglas, mein neuen Trank wäre in der Mitte zu bohren. Aha. Formeln, ein Trank für Triss. Ah, haha, da sind alle Sachen drin. Ja, und die drei, ne? Achso, und hier, weiß ich nicht mehr, als Hauptding oder so. Aha. Es ist ein bisschen kompliziert, aber es macht ja nichts. Ein Trank für Triss. Cool. Da hat die Meditation. Mindestens 2 Stunden, damit beide Sachen da jetzt irgendwie fertig werden. Ich habe jetzt einfach mein komisches Hexamedaillon so umgestellt, dass ich quasi Sachen in der Umgebung leichter erkenne oder so. Oder was soll das jetzt sein? Auch stattdessen Feinde schlechter? Ich weiß es nicht so genau. Macht ja nichts, ne? So, Kollege, hast du mir noch was zu sagen? Yes. Darf ich euch etwas fragen? Of course. Wer war Leo? Weiß ich aber. Any idea who attacked? No. But the mage suggests no ordinary bandits. The mage. We found pins adorned with salamanders on the dead. The symbol of their organization, perhaps? I sense hard times ahead. Can I ask you something? Of course. Da fragen wir doch, wer Leo war. One of hundreds of orphans of the war with Nilfgaard. I apprenticed him 6 years ago. I'm sorry. We'll recover our secrets and find Leo's murderers, even if they fled to the end of the world. We'll speak later. Yo. Ah, mein. Das Medaillon oben rastet so ein bisschen aus, aber ich glaube, das ist normal. Aber es rastet aus, wenn ich in irgendeinem Gegenstand oder so bin, vielleicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Okay, wo ist die jetzt, die alte Triss? Wahrscheinlich in ihrem Zimmer, das würde Sinn machen. Warum muss man hier durch die Küche eigentlich durch, um nach oben zu kommen? Das ist komisch. Ich meine, der Riss ist ja nicht normal, aber trotzdem komisch. Liegt die Leiche eigentlich noch drin? Nö, haben sie schon rausgeschafft. Aber manchmal bleiben ja Überreste liegen, ne? Triss. Finde ich einen Kuss, wenn ich dich heile. Ich bin markiert hier, Treppe zu Triss Zimmer. Ja, warum? Treppe vor allen Dingen. Ach so, dann ist das noch gar nicht Triss Zimmer. Oh, da unten erst. Aha. Aber, achso, nach oben, ne? So läuft der Hase hier. Wo ist sie? Ah, da liegt sie tatsächlich.
Okay, sonst habe ich ja alles gelootet, ne? Hab sie ein bisschen ausgeraubt. Geschenke! Doppelklickt auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Ich finde das wohl von anderer Charaktere, indem ihr ihnen Geschenke macht. Uiuiui. So, und zwar. Da. Thank you, Geralt. I hope this potion helps. That was terrible. I dreamt Lambert was with me. He was staring at me, saying things like, "Don't go dying on me, Marigold," calling me big-headed. I'm so glad to see you. What? I'm glad you're feeling better. I know we should set out, but I have a feeling we won't be back. Perhaps ever. Won't you stay just a bit longer? With me? Na klar! I suppose we have some time. I'm so happy you're back. When I saw you, all the feelings I tried to deny returned, stronger than ever. Triss, I'm not ready to talk about the past. Of course. I shouldn't pressure you. I just feel so... the powers! I'm behaving like a teenager. Let's focus on the present. I guess I disappointed you all. Forgive me. Es ist nicht eure Schuld. Weißt du, obere Antwort ist mal die gute. Nothing to forgive. What I felt when I learned you were alive. Hard to compare to anything. Oh. Oh. Except maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Geralt. Okay. As always. Kann mich daran nicht erinnern. You don't remember anything? Unfortunately. Well, you have something to look forward to then. No matter. Tell me, how did the battle end? They broke into the lab, killed Leo, stole our mutagens, and escaped. Poor Vesemir. Another protege dead prematurely. We delayed the funeral until you awoke. Thank you. As for the mutagens, their loss could prove catastrophic. Let's not lose any more time. Unless there's something you'd like to ask me? Alter, gleich nochmal. Was wollte ich sagen, ne? Wenn Sex in Videospielen eigentlich immer die Belohnung irgendwo am Ende oder kurz vor dem Ende des Spiels sind, hier einfach schon ganz am Anfang passiert. Ich kann die Maus halt nicht nach oben bewegen, ne? Hier ist die Grenze. Ich weiß halt gar nicht so genau die Hintergrundgeschichte, weil... darf ich jetzt Witcher 2 schon spoilern, was ich halt am Anfang gespielt habe? Da gibt es nämlich auch so eine Szene, in der sie schon, ne, dann gleich ein bisschen Spaß haben. Oder zumindest die Szene danach, nennen wir es mal so. Und naja, ich wusste halt nicht, ob die jetzt so standardmäßig... Naja, ich habe halt ohne Speicher... Man kann, glaube ich, den Witcher-Speicher dann auch dann importieren bei Witcher 2, wenn ich dann spiele. Das halt einfach so auch nicht geht, wenn man hier nichts gemacht hat oder so. Aber scheinbar sind die ja schon doch von Anfang an so zusammen, nennen wir es mal. Naja, ob sie zusammen sind oder einfach nur ein bisschen Spaß haben. Das will ich nicht deklarieren hier. Aber ich kenne die Vorgeschichte auch nicht, ne? Also von den Büchern und so, ob die da schon irgendwie Bärchen sind oder so. Vermutlich schon. So, verwenden wir keine Zeit, wie sollten wir sie mir nicht warten lassen? Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Der Diebstahl, welche Folgen? Ja, ich muss einfach sehen, ich komme wieder und hole euch ab. Eigentlich ist das noch am interessantesten. He's very powerful. He completely controlled the energy he drew from the circle. We may soon be facing another Vilgefortz. Who? No matter. I have something I'd like to teach you. Okay. Das hat sich erholt. Ich würde mich gerne erinnern können, warum mir das wichtig ist. Oh. War mir die gesolle Musik. Okay, was willst du mir zeigen? Geralt, can we go? Can you restore my memory? I'd have to examine you. There's a good chance your memory will return on its own. How much chance? That's difficult to say. It might help if I knew what caused you to lose your memory. Well, no time for that now. Geralt, can we go?
The theft. What are its possible consequences? Most sorcerers and rulers would sell their greedy, power-hungry souls to get the mutagens. Only a master of the arcane arts can use that knowledge. Not many of those left. What about wealthy merchants, dukes, kings? Perhaps. Anything's possible. But speculating wastes time. We just don't have enough information. True. Geralt, can we go? Yeah, yes, come on. We shouldn't keep Vesemir waiting. Come on, then. So, dann verlassen wir jetzt Kaer Morhen. Nachdem wir Leo bestattet haben. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal then climate. Then I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago, you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. Dieses Standard-Blitzgeräusch bei dem Portal gerade. Oha. Oh, es klang die Räume in Geheimnissen zu stehen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten. Ich dachte, das liest noch jemand vor. Ihr Anführer, ein serikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen in alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts nach Vizima. Geralt of Rivia. Auf Englisch heißt er Rivia, nicht Riva. Ja, ja. Eigentlich muss ich das Spiel ja für Originalität auf Polnisch spielen, ne? Ist ja auch, ist übrigens, sollte ich auch erwähnen, wie gesagt, die Romanvorlage ist polnisch, aber das Spiel auch. Die Entwickler sind auch aus Polen. CD Projekt. Umland von Vizima. Genau, und hier, das Gebiet hatte ich halt noch zum Großteil, glaube ich, erkundet. Caroline, I'm tired. It's not far now, we'll be there soon. I'm cold. We'll fetch you warm milk and honey. You'd like that. Very much. Thank you, Caroline. What are those dogs doing? Dogs? Alvin, do exactly as I say. This is important. Run to the inn as fast as you can, and don't look back. Understand? They're evil dogs. Run! What the hell? Shut the gate, quickly! The beast is attacking. Sound the alarm. Geralt, Melitelli must have sent you. There's a woman outside. The dogs will tear her apart. Help her! Help! No! Do
Don't open the gate! The beasts will enter! These dogs are deadly. You people are monsters! Stand aside! I'll save them myself! Stop. Don't go out there alone. Damn you! We're all going to die! Und Monster Menschen, ich muss die besten töten, die Frau und das Kind angegriffen haben. Oh oh. Okay, da bräuchte ich jetzt eigentlich. Warte mal, die richtige Waffe, nämlich. Stahlschwert. Eisendolch. Nee, das ist nicht richtig. Warum mich jetzt unweaponed? Das mal erklären. Ja, eigentlich muss ich ja das Stahlschwert, Silberschwert benutzen, aber das habe ich ja nicht. Gut, ganz schön viel Damage spart. Greif doch an! Keine Zeit für so einen Blödsinn hier, Kollege. Ne? Ich hinterher renn, Bus. Okay, Mann, ich kriege auch noch. Wow, gute Ausweichrolle. Magic, surely. The Beast! The Beast! Geralt, look! The time of the sword and axe approaches. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. To Daedric, the final age. The world will perish amidst ice and be reborn with a new sun. Reborn of elder blood, of hen Icare, of a planted seed. A seed that will not sprout but burst into flames. Okay. The old elven prophecy of Itlina. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll stay at the inn in the meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. The pack is led by a large hound, perhaps a wolf. People call it the Beast. Someone might pay to have the Beast slain. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What brings you here? I'm seeking men who wear the sign of the salamander. Seen anyone like that in the area? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. You may also want to ask him about the beast. I'll do that. Did you want to ask me something? Wer bist du überhaupt? Mit euch in dieser Welt, wir sind schon mal begegnet. Was ist das Beste über sie? Do we know each other? It's me, Shani. Don't you recognize me? Whatever happened to you? I heard you died during a massacre in Rivia. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the north. I can say that your memory might come back on its own. It's not that bad. I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but sorcerers are somewhat more effective at this than we are. Maybe one of them could help. Okay. It's been a long time since I've heard mention of Salamandra. Do you know anything about them? I think they're a group of bandits who terrify the locals. Yesterday, they returned a boy they'd whipped with a lamia. A lamia? A mayhem crop with small barbs and hooks. It rips away skin and flesh with each strike. Most civilized countries have banned them. The boy was delirious, muttered something about a ransom and the Reverend. Sadly, he grew feverish. And he died that night. Thanks. I may stay longer than I planned. Why the interest in Salamandra? They killed someone I was fond of, and stole something of mine. I wouldn't want to be them. What brings you to this village? I'm traveling to St. Lebiota's hospital in Vizima to help fight the Catriona plague. When are you leaving? Once I've helped the victims of the dog attacks, I guess. I can't abandon them. It'll delay me, but some are certain to die without my aid. Wie einfach viel mehr gesagt hat, als im Untertitel stand. Ja, so das... what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for now.
Maybe a villager will take him in. Alter, ich nehme ihn auf. He seems clever enough. Surely someone will want him. Did you want to ask me something? Er wird sich bestimmt gut mit Siri verstehen. Wer ist Siri? Ja, das sehen wir noch. We'll speak later. In Witcher 3. Okay, gut. Erstmal die Leute looten, die hier gerade leider gestorben sind. Die Spur der Salamandra. Ich sollte den Geistlichen besiegen. Ja, genau. Genau. Habe ich schon selber verstanden. Überreste. Achso, die Leichen von denen. Alter, kann den Kopf mitnehmen von denen. Coole Sache. Ich muss bald mal vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Oder gucken, was die Sachen überhaupt machen. Und dann entscheiden, was ich da tue. Bis ich esse. Yo. Entschuldigung. Boah, da kam was mit hoch bei dem Rülpser. Okay, mir geht's gut. So, Feuerstelle brauche ich nicht. Gott, ist so viel Hilfe. Ja, ich werde jetzt nicht mit jedem reden. Genau, da. Ah, sie hat sich nochmal gekümmert. In dem Laden da, ne? Da wird's gleich noch lustig. Machen wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Hier gibt's nämlich ein lustiges kleines Spielchen. Ich glaube, es ist das schon. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Man kann so ein Würfelspiel spielen. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ich war einfach. Ich habe irgendwie trotzdem gewonnen. Irgendwie durch Glück, weil ich gut war. Aber ich habe. Vielleicht gut, weil ich Glück hatte. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das eigentlich getan habe. Vollwürdiger Hund. Interessant, dass wir dir da draußen jetzt scheinbar geholfen haben. Obwohl, ja. Naja, anscheinend ja doch nicht. Kam ich denn durch hier rein? Oder? Eigentlich ja durch die andere Seite, oder? Ich geh jetzt mal raus und kümmere mich darum, oder? Wenn ich darf. Och, guck ich. Ohne Ladesequenz, das ist nett. Oh Gott, das Fizima-Umland. Ich hab's ein bisschen hassen gelernt. Ah ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Weil man hier noch sehr viel hin und her laufen wird. Vor allem, weil ich damals halt auch ein paar Sidequests erledigt habe. Aber ich glaube, das ist, ne? Werde ich dann hier diesmal nicht so viel tun. Ich will auch ein bisschen vorankommen, nicht wahr? Hier, Leute. Dürft die Tür übrigens wieder zumachen. Reuterkündler. Leg die Waffe mal weg. Ich will die Aufnahme dafür nicht unterbrechen. Guck mal, kam doch von hier. Abgeschlödelt, okay. Dann ist die Frau jetzt wohl tot. Gut, Anschlagtafel, da gab's. Genau. Maybe I can find some witches work. Genau, dadurch gibt's nämlich Nebenquests und so. Links klickt auf Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeigen in euer Inventar. Rechts klickt auf das Inzeigen und zahlt neue Quests frei. Genau, das gab's auch. Das gibt's nämlich auch bei Witcher 3. Trunkenen Vertrag. Oh, ich glaube, daran erinnere ich mich. Nehmen wir mal alles mit. Haftbefehl. Ein Haftbefehl für den Professor. Okay. Aber meinetwegen, ne? Habe ich jetzt direkt neue Quests oder muss ich erstmal noch irgendwie da anklicken oder so? Ups. Ah, rechte Maustaste drücken. Davor mal einen Drink gesucht. Wer mir 10 Bar Gästenschädel bringt, erhält 100 Urene. Abigail, die Kräuterkundlerin. Oh, an die erinnere ich mich noch. Ja. Naja. Ah, der Ertrunkenvertrag. Die geht jetzt eben für euch, sucht jemanden, der sich das Ertrunkenen. Genau, die Quest, die erinnere ich mich auch noch an die Bedingung. Für die Bezahlung ist der Beweis, dass der Reibe der Besten getötet wurden. Bringt ihre Gehirne. Frag nach dem Geistlichen. Diesen Vertrag zu erfüllen. Und sagen wir erforderlich. Okay. Ah, okay. Ghoulvertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Okay. Kann ich die auch sicherlich einmal wegwerfen, ja, oder? Die jetzt einfach da schweben. Auch nicht schlecht. Furchtbringer. Eine Sammlung von Informationen über die außergewöhnliche Umgehör, den Furchtbringer. Dieses Buch fügt den Tagebuch ein. Ah ja. Das auch wegwerfen. Also einfach hier in der Öffentlichkeit ein paar Bücher wegwerfen und so. Monstrum oder Waffe, bla 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 bla. Ich füge ihn dann mal in Glossar eintragen zu. Okay. Jetzt erstmal hier vor alles liegen lassen. Ah ja, okay. Oh Mensch, Schneesturm. Die einfach mal alle lesen, dann kann ich die auch alle wieder rausschmeißen. Das ist gut zu wissen. Furchtbringer Blick. In Form in den Tränken, der immer dieser Trank gewährt. Aha. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Oder wieder ein bisschen was frei gemacht.
frei gemacht. Ich kann ja zum Beispiel mal einen davon essen. Oder so. Monsters zurücken. Alter. Oh, ich dachte, es wird einfach nur heilen. Gut. Dann halt nicht. So, ich gehe schon mal in die Bude. Schauen wir mal, ob wir ein paar nette Leute treffen. Gasthäuser und Tavernen. Genau, diesen Typen da, ne? Den werden wir gleich begegnen. Meditiert in den Gasthäusern. Sprecht mit dem Gast und nichts, die auf meditieren. Tipp. Ja, Tavernen könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gast und klickt lagern. Ihr könnt auch einlagern jederzeit wieder aus jedem Gasthaus und jeder Taverne holen. Das ist sehr, sehr nett. Kalkstein. Okay, der hat... Wessener Hood. Bade. Stimmt. Die haben sich ja verprügelt. Da kam ja dieses blöde Geräusch. Die ganze Zeit. Richtig schlecht. Elvin und Shani sind hier. Nee, Shanti hieß die aus Beyond Good and Evil, ne? So wie die anderen, die wir mal genannt haben. Alter Bauer, Trunkenbold, Spieler. Hm? Irgendwo hier war so ein hässlicher Zwerg. Achso, das ist der Barbesitzer. Ja, aber der wird uns so. Nur noch Spaß mit ihm haben. So. Greetings, Ansem. You look a tinge fatigued. Wait, didn't you rescue that child at the gate? By chance. By chance? Really? If only the local peasants chance to do good once in a while. Oh, no matter. What can I get you? What can I get you? Bier. Kann hier. Zeigt mir eure Waren. Oh. Nee. Ich brauche erstmal nichts, danke. Bin versichert. So, wer ist das? Kalkstein. Oh, der hässliche. 3 ounces of optimum martyr, a drop of mercury solution. Oh, sorry, I got lost in thought. Greetings. Greetings. I'm Kogstein, alchemist. Geralt, witcher. A witcher? How much would you ask for an opportunity to examine your body? I don't think you can afford it. You would be doing a great service to science. All right, fine. Though I perceived you as someone who valued reliable knowledge. I respect science and scientists, alchemists too. And I guess I expect the same in return. I see. Well, maybe you can agree to a post-mortem then. Keep talking and I might change my mind. Regarding alchemists, that is. All right, I'm sorry. Man sagt, du brauchst Ruheblut, ihr seht nicht animisch aus. They say you need ghoul blood. Do you have any? I'll come back when I've gathered some. I need that blood for my studies. Be quick about it. Be quick about it. Jetzt stehen noch Ansprüche, ey. Kalkstein. Hat eine Labertasche. Jut, aber Leute, ne? Schönes Herz hier. Das Herz ist für euch. Ich würde sagen, das war's auch wieder heute mit The Witcher. Das nächste Mal werden wir nochmal mit ein, zwei Leuten hier reden. Wir müssen den Geistlichen finden. Worum immer sich dieser aufhalten soll. Vielleicht können wir den nochmal fragen oder die. Vielleicht wissen die was. Ich denke schon. What's that? Aber ja, soll es erstmal gewesen sein. Dann mit dem Mausrad so ein bisschen weg und wieder weg herzoomen. Das ist interessant. Na gut, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.